Willkommen zu Starfield und dem ultimativen New Game Plus Guide. Denn wir zeigen euch alle möglichen Varianten, die mit dem New Game Plus in Starfield verfügbar sind. Denn nach 18 abgeschlossenen New Game Plus Runden haben wir wirklich alle Möglichkeiten und Varianten ausgeschöpft und können euch die besten Tipps und Tricks für den New Game Plus bieten. Und auch wenn wir versuchen, euch möglichst wenig zu spoilern, einige Bereiche der letzten Hauptquest und natürlich des New Game Plus Modus sind Inhalt des Guides und daher Spoilerwarnung für diese Teile. Und eines vorweg, um die maximalen Belohnungen und alle Optionen freizuspielen, müsst ihr das Spiel 10-mal abschließen. Wobei wir nach dem ersten Mal abschließen die Möglichkeit haben, die Hauptquest in einer sehr abgekürzten Form zu spielen und hier für einen Durchgang nur etwa 30 Minuten benötigen. Aber eins nach dem anderen. Denn um den New Game Plus zu betreten, müsst ihr die Hauptstory-Quest einmal abschließen. Und hier eine deutliche Warnung. Denn sobald ihr zum letzten Quest-Step aufbrecht und zur Allheit fliegt, verliert ihr wirklich alles, was ihr bisher im Spiel erreicht habt. Das heißt, eure Credits, gesammelte Waffen, gebaute Außenposten, Schiffe und all das, was sich in eurem Inventar befindet, ist weg und das unwiederbringlich. Allerdings behaltet ihr all eure Skillpunkte und Fähigkeiten, sowie abgeschlossene Forschungen und all eure Scannerergebnisse, also festgestellte Ressourcenquellen und Planeten und Monde, die ihr bereits besucht habt. Daher überlegt euch wirklich gut, ob ihr die letzte Hauptstory-Quest abschließen wollt und den New Game Plus Modus betreten, denn es gibt kein Zurück mehr. Mittel- und langfristig hingegen kann ich nur empfehlen, den New Game Plus erst einmal abzuschließen und möglichst, wie wir sehen werden, bis zum Maximallevel durchzuspielen, um dann ganz in Ruhe alle Questbereiche, Queststränge und Entdeckungen zu machen. Denn einer der großen Vorteile ist bei einem erneuten Spielen, dass wir deutlich stärker werden können, da wir bei jedem Durchgang die verschiedenen Kräfte neu sammeln können. Das heißt, ihr hier bis zur Stufe 10 aufleveln könnt. Dabei werden eure Kräfte deutlich stärker und in erweiterten Varianten verfügbar, je nachdem, welche Kräfte ihr jedes Mal mit einem Durchgang sammelt. Denn eine Gravitationsquelle der Stufe 10 ist deutlich mächtiger als die der Stufe 1. Zudem erhalten wir mit jedem Durchgang bis zur Stufe 6 ein neues Guardian-Raumschiff und bis zur Stufe 10 zudem eine neue Rüstung. Und wir stellen euch natürlich alle Varianten folgend vor. Nachdem wir das Abschlussvideo bis zum Ende geschaut haben, kommen wir zu den Credits. Und hier startet dann auch der New Game Plus Modus, denn nach ein paar Sekunden haben wir die Möglichkeit, diese Credits zu überspringen und starten komplett neu ins Spiel. Hier starten wir direkt auf unserem neuen Schiff, der Guardian in der ersten Variante. Und dieses Schiff habt ihr, sobald ihr ein paar Stunden in Starfield verbracht habt, schon das ein oder andere Mal von außen gesehen. Denn wir sind nun selbst ein Sternenblut geworden und haben ein dementsprechendes Schiff automatisch bekommen. Zudem die erste Variante der Guardian-Rüstung. Denn der Sternenblut-Astra-Anzug ist ein einziges Inventarstück, das heißt ein Anzug mit Boostpack und Helm verpackt in einem einzigen Kleidungsstück, und zwar als Anzug. Ihr könnt hier weder einen Helm wechseln, noch einen Booster wechseln. Das Ganze ist ein Teil und kann nur getragen werden oder ausgezogen werden. Und mit eurer ersten Guardian habt ihr auch ein enorm starkes Klasse A-Schiff erhalten, welches nicht nur eine starke Sprungreichweite hat, sondern auch ein Vielfaches an Feuerkraft. Und noch ein weiterer Tipp, bevor ihr in den New Game Plus startet, überlegt euch, welche Kräfte ihr weiter ausbauen wollt. Denn die Kräfte könnt ihr in jedem Durchgang einmal einsammeln, das heißt die Tempel besuchen und die Kraft verstärken. Für den New Game Plus haben wir zwei große Optionen, die Hauptquest zu wiederholen oder zu überspringen. Wählen wir die Hauptquest erneut, starten wir, als wenn wir gerade frisch einen Charakter erstellt hätten und können wirklich alles noch einmal erleben. Die Alternative ist eine abgekürzte Variante ohne die Hauptquest, wobei wir zu einer verkürzten Endmission springen, um den New Game Plus erneut durchzuspielen. Und hier der Tipp, wenn ihr den New Game Plus mehrfach spielen wollt, das heißt auf die Maximalstufe bringen, dann empfehle ich euch die Hauptquest definitiv auszulassen und nur die abgekürzte Variante zu spielen. Denn diese Auswahlmöglichkeit habt ihr mit jedem neuen New Game Plus Start. Also auch, wenn ihr das Ganze maximal gelevelt habt.
Aber hier gibt es noch ein paar weitere Tipps, die ich euch auf jeden Fall ans Herz legen würde. Vor allem, wenn ihr sagt, dass ihr genug von New Game Plus habt. Daher zeigen wir euch nun einen kompletten Durchgang für die New Game Plus Variante ohne die Hauptquest. Das heißt mit der abgekürzten Variante. Denn hier müssen wir nur insgesamt 5 Artefakte finden, was etwa in einer halben Stunde machbar ist. Auch ist euer Level zweitrangig, da die Gegner mit euch automatisch skalieren. Allerdings für einen schnelleren Durchlauf empfiehlt sich der Schwierigkeitsgrad sehr leicht. Ein New Game Plus Durchlauf startet, indem wir Wladimir einen Besuch abstatten, welcher uns die Zielkoordinaten für die 5 Artefakte gibt. Hier wechseln die Planeten und Monde, auf welche wir müssen, immer wieder neu. Allerdings sind die Örtlichkeiten die gleichen, das heißt die gleichen Anlagen, die gleichen Gegner und jedes Mal der gleiche Durchlauf. Und nachdem wir bei mehreren Durchgängen des New Game Plus jedes Mal all unseren Loot und gesammelte Waffen verlieren, macht es auch keinen Sinn, wirklich viel einzusammeln. Denn ein paar Waffen und Munition reichen aus, zusammen mit euren Kräften, um den New Game Plus einfach abschließen zu können. Dabei ist das Einsammeln der Artefakte 1:1 gleich wie im ersten Durchlauf in der Hauptquest. Hier können wir euch nur empfehlen, die Schnellreisefunktion möglichst exzessiv zu nutzen. Denn damit kommt ihr wirklich schnell von A nach B und es gibt nur 2 Orte, an welchen ihr nicht direkt weiter schnell reisen könnt. Zudem gibt es keine weiteren Questziele, die ihr erfüllen müsst oder eine gewisse Anzahl an ausgeschalteten Gegnern erreichen. Es reicht auch in vielen Bereichen einfach durchzurennen, euch das Artefakt zu schnappen und weiterzufliegen. Und spätestens nach dem 3. Durchlauf haben sich die Wege verinnerlicht, da diese auch nicht mit irgendwelchen Rätseln gespickt sind oder versteckte Bereiche haben. Und ein weiterer Tipp: Solltet ihr noch nicht über die maximale Tarnfähigkeit verfügen, empfehle ich euch den Guide bei uns hier im Kanal. Denn damit ermöglicht ihr es, aus dem Kampf zu kommen und jederzeit die Schnellreisefunktion zu nutzen. Auch bietet es sich an, eure Boostfähigkeit etwas zu skillen, zumindest auf Rang 2, da ihr hier genug Schub nach vorne habt, um möglichst weit durch die Levels zu gelangen, ohne viel laufen zu müssen. So reduziert sich die Zeit für einen Durchlauf nochmals deutlich. Dabei sind Gegner, die ihr auf dem Weg trefft, alle ohne Probleme machbar, vor allem auf einem leichten Schwierigkeitsgrad. Und lediglich bei Artefakt Nummer 3 und Nummer 5 könnt ihr nicht schnell reisen, sondern müsst nochmals zurück zum Eingang. Und so sammeln wir alle 5 Artefakte nacheinander ein und kehren anschließend im letzten Quest-Step zurück zur Loge. Denn hier erhalten wir dann die Abschlussquest, wobei wir hier 3 verschiedene Varianten zur Wahl haben. In der ersten Variante schlagen wir uns auf die Seite des Hunters und bekämpfen die Hüter und sichern uns das Artefakt. In der Variante 2 schlagen wir uns auf die Seite der Hüter und kämpfen gegen den Hunter, um uns ebenfalls das Artefakt zu sichern. Und in Variante 3, naja, wir entscheiden uns für uns selbst und kämpfen gegen beide. Jedoch empfehlen wir die Variante 3 erst dann, wenn ihr den New Game Plus nicht mehr durchspielen wollt. Aber dazu nochmals gesondert mehr. Denn so oder so erhalten wir die letzte Abschlussquest, wobei wir hier vor die Wahl gestellt werden, uns auf die Seite der Hüter oder des Hunters zu stellen. Grundsätzlich ist der Hunter als Verbündeter etwas schlagkräftiger, wobei beide Varianten unbegrenzt möglich sind. Für den letzten Missionsstep müssen wir dann einige manuelle Sprünge durchführen, da wir dort meist noch nicht gewesen sind. Auch bei einem mehrmaligen Durchspielen haben wir immer wieder in der gleichen Gegend ein Ziel, allerdings mit einem unterschiedlichen Planeten. Und am letzten Ort angekommen, haben wir dann einen Raumkampf vor uns. Wahlweise mit dem Hüter als Verbündeten oder mit dem Hunter. So oder so kämpfen wir gegen mehrere andere Guardian-Schiffe, wobei diese auf dem leichten Schwierigkeitsgrad durchaus machbar sind. Ihr solltet hier also nicht wirklich in Bedrängnis geraten. Und als Tipp für den Raumkampf? Nutzt euren Boost, um aus dem Kampf zu entfliehen, eure Schilde zu regenerieren und dann zurückzukommen. Und sobald ihr den Raumkampf abgeschlossen habt, geht es auf der Planetenoberfläche weiter. Denn der Endkampf dauert etwa so lange wie das Einsammeln aller Artefakte. Und für diesen Bereich macht es ebenfalls Sinn, einen Begleiter aktiv zu setzen, das heißt Sarah oder Vasco, und zusätzlich den Hunter oder Hüter, welcher automatisch zur Verfügung steht. Im Verlauf kämpfen wir immer wieder gegen die Gegenseite und dies mit Ausdauer, denn die Gegner sind hier recht zäh und haben einiges an Trefferpunkten zu bieten.
Unser Tipp in diesem Bereich allerdings: Auch wenn andere Gegner mit in den Kampf eingreifen, konzentriert euch nur auf den Hüter oder den Hunter, denn sobald diese umfallen, ist der Quest-Step auch geschafft und die anderen Gegner sind nicht mehr von Bedeutung. Den nächsten Step erreichen wir immer dann, wenn wir den Hüter oder den Hunter ausgeschaltet haben und diese eine Schlüsselkarte für den nächsten Bereich fallen lässt. Dabei treffen wir auch immer wieder auf Verzerrungen, die uns in verschiedene Bereiche der Story-Kampagne zurückholen oder nochmals andere Gegner wiedersehen lassen, welche wir vielleicht schon ausgeschaltet haben. Das letzte Gefecht ist vor allem auf den höheren Schwierigkeitsgraden wirklich knackig. Daher empfehlen wir das nur, wenn ihr wirklich Lust auf eine Herausforderung habt. Und ein kleiner Tipp für den Bereich der Industriehalle: Wenn ihr hier den Schlüssel eingesammelt habt, könnt ihr an einer Konsole die Verteidigungsanlagen komplett deaktivieren und habt etwas mehr Ruhe. Und auch im Bereich der Verzerrung um den legendären Captain Petrov macht es keinen Sinn, euch hier in einen Kampf verwickeln zu lassen. Nehmt euch einfach von Captain Petrov dessen Schlüsselkarte und rennt hinten zum Ausgang hinaus. Damit spart ihr euch einige Minuten. Und solltet ihr Bedenken haben, für den New Game Plus erst Waffen oder Ausrüstung sammeln zu müssen, ihr bekommt grundsätzlich in der Loge eine Grundausrüstung und die Gegner lassen auf dem Weg mehr als genug Waffen und Gegenstände fallen, welche ausreichend sind, um den New Game Plus wirklich ohne Schwierigkeiten durchzuführen. Und vor allem vor dem großen Endkampf am Artefakt habt ihr nochmals eine Masse an Waffen, Munition und Granaten zur Auswahl. Allerdings hier ein wichtiger Tipp: Die Waffe und Ausrüstung, welche ihr in der Hand habt, wenn der Kampf startet, ist auch die Waffe und Ausrüstung, welche die Duplikate, die gegen euch kämpfen, in der Hand haben. Deswegen nehmt hier eine schwache Waffe, dann sind eure Gegner schwächer. Allerdings kürzen wir diesen Endkampf auch nochmals deutlich ab. Rennt hier einfach bis zum Ende und nehmt Deckung hinter einer Wand. Denn wir warten hier wiederum auf unser Questziel, was nach kurzer Zeit erscheint. Und sobald wir den Hüter oder den Hunter oder in der dritten Variante beide ausgeschaltet haben, verschwinden auch alle anderen Duplikate und andere Gegner, welche sonst alle auf uns feuern. Denn es ist nicht empfehlenswert, hier gegen alle Gegner anzutreten. Es reicht wie gesagt euer Questziel, wobei sofort alle anderen Gegner verschwinden, sobald dieses ausgeschaltet wurde. Allerdings steht der letzte Kampf noch immer bevor. Denn entweder der Hunter oder das Pendant der Hüter stehen am Ende euch gegenüber. Diese könnt ihr allerdings überzeugen, falls ihr die Fähigkeit in eurem Repertoire habt und kürzt so den Kampf deutlich ab. Denn dieser Kampf zieht sich auch wieder über verschiedene Verzerrungsbereiche und verschiedene Questgebiete, welche wir aus der Hauptkampagne schon kennen. Denn für einen möglichst effektiven Abschluss des New Game Plus macht es durchaus Sinn, die Überzeugenfähigkeit zu nutzen, um den Kampf abzukürzen. Der Endkampf gegen den Hunter und den Hüter wird allerdings nochmal wichtig für die dritte Variante, welche wir dann nutzen, wenn wir nicht mehr durch den New Game Plus wollen. Denn hier kommen die verschiedenen möglichen Belohnungen zum Tragen, welche allerdings vollkommen irrelevant sein, wenn ihr den New Game Plus neu startet. Denn auch hier im New Game Plus Modus ist alles, was ihr einsammelt und freischaltet, danach wieder weg. Auch hier bleiben euch nur eure Fertigkeiten, eure Erfahrungspunkte und freigeschaltete Kräfte übrig. Sobald ihr das Sternenblut ausgeschaltet habt, erhaltet ihr von eurem Verbündeten einen Großteil der Artefakte und den Rest habt ihr von eurem Gegner gelootet, was den Abschluss ermöglicht. Nun sind wir in der Lage, auf unserem Schiff oder einem Außenposten das Armillar zu bauen und erneut zur Allheit zu fliegen, wie beim ersten Durchgang. Und ganz nebenbei, bei einem Durchspielen des New Game Plus erhalten wir ungefähr 7000 Erfahrungspunkte und das in knapp 35 Minuten. Kein schlechter Schnitt, vor allem wenn ihr leveln wollt. Allerdings solltet ihr noch einiges an Zeit einkalkulieren, wenn ihr vor dem Flug zur Allheit noch ein paar Tempel besuchen wollt, welche ihr ebenfalls von Wladimir bekommt. Hier könnt ihr dann eure Kräfte sukzessive erweitern. Aber auch hier keine Sorge, der New Game Plus hat kein Ende. Denn auch nach einem 10-maligen Durchspielen habt ihr die Möglichkeit, das unzählige Male zu wiederholen und habt jedes Mal die Möglichkeit, eure Kräfte auf das Maximallevel von 10 zu bringen. Und so könnt ihr nacheinander den New Game Plus von Stufe 1 bis zur Stufe 10 durchspielen. Denn für jedes Mal erhaltet ihr eine leicht abgewandelte Version eures Guardian-Schiffes bis zu einem Durchspielen von 6 New Game Plus Versionen sowie eine neue Rüstung,
bis zum Durchspielen von 10 New Game Plus Versionen. Aber hier ein wichtiger Hinweis. Die Guardian-Raumschiffe unterscheiden sich von Stufe 1 bis zur Maximalstufe 6 nur wirklich marginal und bieten keine wirkliche Verbesserung. Lediglich die Optik und die Werte der Sternenblutanzüge variieren deutlicher. Diese sind in wirklich unterschiedlichen Varianten bis zur Maximalstufe 10 verfügbar. Aber kommen wir noch zu zwei abschließenden Tipps. Zum einen habt ihr die Möglichkeit, bei einem Durchspielen des New Game Plus auf Stufe 4 bis 6 auf euch selbst zu treffen, das heißt, euch selbst als Begleiter zu ermöglichen. Diese Möglichkeit erscheint allerdings nur begrenzt und ist nach dem Durchspielen auf Stufe 10 aktuell nicht mehr verfügbar. Solltet ihr also planen, euch selbst als dauerhaften Begleiter mit im Spiel zu behalten, solltet ihr auf dieser New Game Plus Stufe stoppen. Denn wir hatten die Option nur ein einziges Mal bei 18 Durchgängen und das war auf Stufe 4. Auch kann es Sinn machen, für euch selbst ein Ende des New Game Plus festzulegen und hier zum Abschluss nochmal alle Möglichkeiten zu starten. Das heißt, bei einem neuen New Game Plus die Hauptstory komplett auszuwählen und einmal komplett bis zum Ende zu spielen, allerdings nicht abzuschließen. Denn damit habt ihr die Möglichkeit, die maximale Belohnung einzusammeln. Zum einen die epische Waffe des Hunter und zum anderen die epische Waffe des Hüter. Denn den New Game Plus muss man nicht abschließen, um danach unbegrenzt und ohne Einschränkungen weiterspielen zu können. Denn hierfür entscheiden wir uns bei unserem letzten Durchgang einfach für Option Nummer 3 und nehmen keinen der beiden als Verbündeten und bekämpfen sie. Der Raumkampf wie der anschließende Bodenkampf bleibt gleich, ist allerdings deutlich schwieriger, denn wir haben deutlich mehr Gegner, die wir bekämpfen müssen. Und das spiegelt sich auch bei den Kämpfen am Boden wider, da wir bei jedem Missionsstep erneut gegen Hüter und Hunter gleichzeitig antreten, welche sich gegenseitig unterstützen und zusammenarbeiten. Also deutlich mehr Gegner und Herausforderung für uns. Und noch ein wichtiger Hinweis. Auch beim Kampf gegen beide Gegner können wir diese überzeugen und haben so keinen Zugriff auf beide der Waffen. Das heißt, wir müssen hier ebenfalls den Kampf wählen, um diese auszuschalten und den Loot an uns zu nehmen. Denn die beiden Waffen sind mit Abstand das Stärkste, was es bislang in Starfield gibt. Einmal die Eternity's Gate und die Unmitigated Violence. Denn solange wir den New Game Plus dann nicht abschließen, haben wir die Möglichkeit, diese Ausrüstungsgegenstände dauerhaft zu behalten. Denn eine andere Art und Weise, Zugriff auf diese legendären Ausrüstungsgegenstände zu erhalten, gibt es nicht. Und dabei kann ich es wirklich nur jedem empfehlen, mit den beiden Waffen einmal gegen auch schwere Gegner ins Feld zu ziehen. Und nun habt ihr alle Ausrüstungsgegenstände und seid maximal stark, um in das Endgame zu starten, wo wir dann nach Herzenslust Außenposten bauen können, Raumschiffe bauen und alles andere in Starfield unternehmen können, ohne dass wir noch eine Endquest offen haben oder die Gefahr besteht, alles wieder zu verlieren, wenn wir einmal die Hauptquest abschließen. Und für Fragen, Kommentare und eure Meinung schreibt mir gerne oder besucht uns im Discord und natürlich auch in den regelmäßigen Twitch-Livestreams. Viel Spaß bei New Game Plus und bis bald!